Moin, mein Lieben. Ich bin nochmal spontan an den See gefahren. Ich hatte noch ein paar Regenwürmer und hatte mir notdürftig noch mit den paar Utensilien, die ich dabei hatte, eine Posenmontage auf Barsch montiert. Zuvor hatte ich zwei Fehlbisse und dann wurde ich so vorsichtig und wollte, dass der Fisch den Köder komplett inhaliert, bevor ich meinen Anschlag setze. Das war's dann leider. Es kam gar kein Biss mehr. Umso ärgerlich fand ich es, dass ich keine Dropshot-Montage dabei hatte. Das Angeln in Pose auf Sicht ist auf jeden Fall cool und entschleunigend, aber wenn man die Bisse bis in den Blank spürt, dann ist das doch schon geiler. Im Anschluss habe ich dann gesehen, dass Jägerfishing jetzt auch nach Deutschland liefert. Jägerfishing sind ein paar Jungs, die sich auf das Barschangeln in der Schweiz spezialisiert haben. Hier sind wir auf der Homepage. Und die Jungs nehmen euch viele Entscheidungen hinsichtlich des Barschangels ab, hinsichtlich Schnur, Hakengröße oder Köder. Selbst komplette Barschrouten inklusive Rolle gibt es hier. Quasi das Komplettpaket Ready to Fish. Wenn wir uns das hier mal durchgehen, für 249 bekommt man eine wertige Rute, The Perch One, 204 cm, 5 bis 15 Gramm Wurfgewicht, Action Extra Fast, Power Medium, Gewicht 106 Gramm, Fuji Ringe und Fuji Rollenhalterung, Toray Blank, High Performance Carbon. Auch die Entscheidung über die Schnurstärke wird hier abgenommen. Also gerade für die Corona-Neuangler echt hilfreich. Eine 2000er Rolle ist mit dabei. Natürlich gibt es die Sachen hier auch noch einzeln zu kaufen. Neben den Ködern sind auch noch Montagen bei, was ich besonders interessant finde. Für alle, die sich mal mit dem Carolina Rig auseinandersetzen möchten oder Dropshot, Jighead, Texas, alles möglich. Zusammengefasst finden wir eine hochwertige Carbon-Route mit einer High-End-Performance-Rolle, einer achtfach geflochtenen Schnur, die bei einem Biss direkte Rückmeldung gibt, nicht wie bei einer monophilen, verschiedenen Gummiködern und den Montagen. Und das Beste ist, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Aktuell ist dieses Set sogar ausverkauft, doch Nachschub soll es in Kürze geben. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir diese dann mal zulegen werde. Gehen wir nochmal kurz auf die Montagen ein. Hier haben wir das Carolina Rig, das Dropshot Rig, den Jighead und das Texas Rig. Schauen wir uns einmal das Carolina Rig genauer an. Ich nehme mir gerade mal ein solches. Ja, und hier haben wir das auch schon, das Carolina Rig. Alle Daten haben wir hinten draufstehend, sogar den empfohlenen Softbait, Opis oder Aster. Die Länge beträgt 85 cm. Wir haben hier die Hakengröße 2, ein 23er Fluorocarbon mit 3,6 kg Tragkraft und ein 8,8 Gramm Tungsten Bullet Sinker. Ich hole das gerade mal raus. Auch schön kompakt. Passt in jedes Portemonnaie. Warum man das machen sollte, weiß ich auch nicht. Ich schaue es mir mal ein bisschen genauer an. Dazu knicke ich hier nur einmal die Pappe um und dann löst es sich. Der Haken fühlt sich im ersten Moment ein bisschen weich an, aber das kann auch täuschen. Der Knoten ist auf jeden Fall gut gemacht. Dann haben wir das erste Stück von Haken bis zum Wirbel. Das ist das Stück vom Boden an, wo er die Fische dann bzw. die Barsche verführen kann. Ab dem Wirbel geht es dann weiter. Ich zeige das mal kurz in der Kamera. So, ja, sieht man das? Jetzt. Oder? Also, wir haben hier den Zweierhaken. Dann haben wir ca. 60 cm Fluorocarbon, bis wir zu einem Wirbel kommen. Dieser Wirbel hier wird geschützt durch eine Gummiperle. Das ist diese hier. Dann kommt die Glaskugel hier. Bis dann das Bullet Weight kommt. Hier haben wir dann noch ein Öhr. Ja, so sehen wir das einmal kurz. Welchen wir dann gegebenenfalls an unser Vorfach montieren. Dann haben wir eine fertige Montage. Ohne großen Aufwand, gerade für Anfänger, die sich darin ausprobieren wollen. Sicherlich eine schöne Idee.
Neben dem Carolina haben wir hier den herkömmlichen Jighead. Auch alle Daten hinten drauf geschrieben. Es wird mit Tungstenköpfen gearbeitet. Der empfohlene Köder hier ist die Abram. Wir haben die Dropshot-Montage mit einer 1,0er Hakengröße und auch hier wird wieder mit Tungsten gearbeitet. Zum Schluss noch das Texas Rig, ein ähnlicher Aufbau wie das Carolina Rig mit der Hakengröße 2 und dem beispielsweise empfohlenen Fox. Den Fox finden wir hier. Da hole ich gerade mal einen raus. Sind geflavored, die Köder. Oder den Opis. Auch dieser ist geflavored. cm. Gesalzen und geflavored. Ich hoffe, dass das Video gerade den Anfängern ein wenig geholfen hat. Vielleicht seid ihr auf etwas gestoßen, was ihr noch gesucht habt. Natürlich gibt es auch noch andere Anbieter. Allerdings gibt es hier einige Punkte, die mir zugesagt haben. Wie die Verwendung von hochwertigen Materialien, sei es von der Angel, von der Rolle oder zum Köder. Beziehungsweise Montage wie das Tungstengewicht. Aber auch der Preis. Und zwar habe ich für so eine Montage jetzt 5,50 Euro bezahlt. Genauso viel haben auch die anderen Montagen jetzt gekostet. Und da gibt es andere Anbieter. Da kostet alleine die Beschaffung vom Tungstenblei für eine Dropshot-Montage das gleiche. Und auch die Größen bzw. das Gewicht von 10 Gramm ist, glaube ich, ein sehr gutes mittleres Gewicht, womit man in den meisten Gewässern was anfangen kann. Der Opis und der Fox haben jeweils 6,90 Euro gekostet, was ein gängiger Preis ist für solche Köder. Zudem haben wir hier einen kostenlosen Versand und eine Geld-Zurück-Garantie. Die Gummiköder sind frei von BPA und Petalat, was besonders gewässerschonend ist, und die Routen werden von Hand zusammengebaut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch einen tollen Start in die Saison. Bis bald, euer Dennis.